Ein Klimaaktivist wird mit Gülle übergossen. Obwohl es nur eine Inszenierung ist, hat dieses Video fast 4 Millionen Aufrufe. Ein Sänger zeigt in seinem Musikvideo, wie es Klimaaktivisten auf dem Land ergehen könnte. Die Gewalt gegen Klimaaktivisten nimmt immer mehr zu. Regelmäßig tauchen neue Videos auf, in denen die Aktivisten geschlagen, getreten oder über die Straße gezerrt werden. Aus verbalen Angriffen werden zunehmend körperliche Auseinandersetzungen. Zum einen muss man sagen, sowieso ist das Auto oder die Fahrerkabine psychologisch gesehen ein Hochrisikoraum im Verkehr, besonders für Männer. Da gehen schnell schon mal die Emotionen durch, weil viele denken, das Auto ist sozusagen mein Reich und da habe ich automatisch auch Rechte und Vorfahrt vor allen Dingen. In den sozialen Medien erhalten die Gewalttäter teilweise viel Zuspruch. Sehr gut, der Autofahrer hat meine volle Solidarität, schreibt ein Nutzer. Oder nein, bitte weitermachen, es wird doch gerade erst lustig. Bär spricht von einer kollektiven Dimension, die medial inszeniert wird. Da fühlt man sich sozusagen plötzlich mit einer großen Gemeinschaft in Übereinstimmung. Ja? Und tatsächlich passiert aber auch auf der Straße oftmals dass Publikum Beifall spendet oder gar hilft. Mit ihren Aktionen provozieren die Klimaaktivisten die Autofahrer. Dass sie sich oft nicht wehren, sorgt in vielen Fällen für noch mehr Frust. Wenn sie im Stau stehen, haben sie keinen Angriffspunkt. Bei der letzten Generation haben sie jemanden, der da sitzt, der ist physisch da. Und dann übertragen sich ganz viele Wutgefühle eben auf diese Menschen, die noch eine Eigenschaft haben, nämlich ihren radikalen Pazifismus. Die schreien ja nicht rum und sind aggressiv und pöbeln die Leute an und machen selbst Sachen. Nein, sie sitzen auf der Straße. Und seltsamerweise ist diese Friedfertigkeit immer auch ein aggressionsauslösendes Moment für viele Leute, weil sie so moralisch überlegen daherkommt. Angst vor Konsequenzen scheinen die Autofahrer in dem Moment nicht zu haben. Täter, die sehr stark emotionalisiert sind und die im Aufwallung der Gefühle etwas tun, schalten ganz oft die Rationalität aus. Es ist also keine rationale Handlung, die da passiert, sondern es ist eine sehr stark emotionalisierte Handlung. Und dann werden die Konsequenzen zum Beispiel völlig ausgeblendet und man denkt, man ist im Recht, ja, in dieser Situation. Die Gewaltaktionen gehen offenbar quer durch die Gesellschaft, wie Bär beobachtet. Eins steht für ihn aber fest. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass es ein Männerthema ist. Ja, ich habe noch keine einzige Frau gesehen, die ausgestiegen ist und jemanden weggetreten hat. Das ist tatsächlich eine männliche Gewalt, die wir auch sonst in der Öffentlichkeit oft Männern zuschreiben. Auch immer wieder im Fokus der Aktionen sind die Einsatzkräfte. Die Münchner Polizei hat sich auf der Plattform X, vormals Twitter, deutlich gegen körperliche Gewalt an Klimaaktivisten ausgesprochen. Kann ich es verstehen, dass man genervt ist, wenn man wegen Klimaaktivistinnen und Aktivisten mal wieder im Stau steht, weil sie sich angeklebt haben? Ja, selbstverständlich kann ich es verstehen. Und kann ich verstehen, dass man richtig sauer wird in so einem Stau? Natürlich kann ich es verstehen. Aber kann ich auch verstehen, dass man Aktivistinnen und Aktivisten körperlich angreift oder beleidigt? Nein, das kann ich nicht verstehen. Und das können wir von der Polizei auch nicht akzeptieren. Ich habe jetzt schon von einigen Teilnehmenden gehört, ich bin froh, wenn die Polizei da ist. Ja, das ist ganz selten, dass Demonstranten sagen, ich bin froh, wenn die Polizei kommt. Aber die geht wenigstens nach Regeln vor und auf die kann man sich verlassen. Dennoch sorgt eine Polizistin aus München für Diskussionen. Anscheinend übergießt sie den Aktivisten absichtlich mit Öl. Derzeit wird untersucht, ob das für sie strafrechtliche Konsequenzen haben wird. Allerdings ist in jedem Fall sichtbar gewesen, dass es keine angeordnete und kollektive Aktion war. Es war also keine Aktion der Polizei, sondern es war eine einzelne Aktion einer Polizistin. Aber selbst wenn, es ist keine angeordnete Vorgehensweise. Und insofern glaube ich nicht, dass das nochmal als Verstärker dient. Die Aktionen der letzten Generation werden auch in den kommenden Wochen weitergehen. Die Toleranzgrenze der Autofahrer dürfte dadurch weiter sinken.